herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich möchte euch bloß einen kleinen, feinen Mod vorstellen, das ist nämlich die Big Garage. Was ist das genau? Das ist also ein Mod, wo ihr praktisch eine größere, unsere Standard große Garage habt, aber da ist jetzt ein bisschen mehr los. Und das möchte ich euch kurz präsentieren, wie das aussieht. Passt mal auf, ich zeige euch das jetzt mal. Ihr habt jetzt hier auf alle Fälle die Möglichkeit, wenn ihr wollt, ich zeige euch jetzt einfach mal, was da alles mit enthalten ist. Jetzt passt mal, jetzt fahre ich hier mal drauf. Gut. So. Und auf Flycam. So. Da kann man schon mal sehen, Your Text. Das heißt, ihr könnt da euren eigenen Firmenskin drauf skinnen, was natürlich dann nachts schön beleuchtet. Das ist schon mal ganz cool. Das finde ich ganz toll. Ist dann auch eine DDS natürlich enthalten, wo ihr das dann skinnen könnt. Logisch, ne? Klar. Ansonsten haben wir hier natürlich auf unserem Firmengelände ein bisschen mehr Tohuwabohu. Was heißt das? Wir haben hier überall ein paar Autos rumstehen. Nicht nur hier, sondern auch, also praktisch hier stehen ganz normale Autos, was ich ja auch richtig gut finde, denn in der Firma arbeiten auch die Büromädels, die Dispo und. Alle müssen da sein und deshalb finde ich es ganz gut, dass hier ein bisschen Verkehr ist, beziehungsweise Autos rumstehen. Einfach ein paar Standmodelle halt auf Deutsch, ne? Klar. Und in der Garage ist natürlich auch ein bisschen was los. Hier steht zum Beispiel Volvo, Motorwechsel, ein paar Trailer stehen hier und LKWs. Also alles ein bisschen lebhafter, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Ob das jetzt natürlich gefällt, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich finde es an sich schon nicht verkehrt, weil halt einfach die Garage immer schon ein bisschen mau ausgesehen hat, ne? Was halt so ringsrum betrifft. Da könnte man wirklich mal ein bisschen von seitens SCS hier einfach ein paar Standmodelle hinstellen und ein paar Autos und so, dass das alles ein bisschen lebhafter wirkt. Ne? Das ist das, was bei so einer Garage eigentlich immer da ist. Eine andere Kameraperspektive, haben wir keine? Oh, nehmen wir die andere, ist wurscht. Ja. Also ich finde es zumindest gut. Ich mag, wenn es lebhaft ist. Und das habt ihr dann auf alle Fälle bei euren Big Garagen dann. Habt ihr dann hier und da einfach ein paar LKW stehen rum. Und wie schon gesagt, einige Autos und natürlich in der Garage. Das ist das, was ich euch hier so zeigen kann. Und ich finde es auf alle Fälle cool. Schöner kleiner Mod. Und mehr ist es im Prinzip auch schon nicht. Wenn ihr Fragen dazu diesem Mod habt, dann dürft ihr es gerne machen. Ich denke, das ist einfach kommentiert. Ansonsten lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal. Nicht vergessen, die Glocke drücken. Damit ihr viel Spaß mit diesem Big Garagen Mod. Ein bisschen büffelter. In diesem Sinn, knetterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.